Bevor Farid Bang berühmt wurde, klaute er Handys, machte einen Realschulabschluss und war zu Gast in einer Fernsehtalkshow. Was in Farid Bangs Leben noch alles vor seinem Erfolg geschah, erfährst du in diesem Video. Präsentiert von Der Biograf. Weitere Informationen über Farid Bang findest du in der Infobox. Der Rapper Farid Bang, der mit bürgerlichem Namen Farid Hamed El Abdellaoui heißt, wurde am 4. Juni 1986 in der spanischen Exklave Melilla an der nordafrikanischen Küste in Marokko geboren. Bis zu seinem 8. Lebensjahr wuchs er in Torremolinos in der spanischen Provinz Malaga auf, ehe seine Familie nach Düsseldorf zog. In seiner Jugend machte Farid viel Blödsinn mit seinen Freunden. So gingen sie zum Beispiel eine Zeit lang in eine Tanzschule und gaben vor, sich für den Tanzunterricht zu interessieren. Während drei von ihnen so taten, als würden sie sich wirklich für die rhythmischen Bewegungen begeistern können, entwendete ein Vierer sämtliche Wertgegenstände der anderen Anwesenden. Dieses Prozedere wiederholten sie einige Male, bis sie schließlich aufflogen. Ein weiteres Hobby in Farids Jugend waren die Frauen. Statt eine monogame Beziehung mit einer einzigen Dame einzugehen, traf sich Farid mit vielen unterschiedlichen weiblichen Wesen. Dieses Spiel trieb er sogar so weit, dass er im Alter von 16 Jahren in Oliver Geissens TV-Show eingeladen und zur Rede gestellt wurde. Also Farid, ich wollte dir sagen, dass ich dich halt jetzt schon etwas länger kenne und dass ich mich halt seit einem Jahr super nicht verknallt habe und wollte ich fragen, ob du mich schon für dich kennen könntest. Seine erste Begegnung mit der Hip-Hop-Welt hatte Farid Bang im Alter von 17 Jahren. Er lief mit seinen Kumpels durch die Nachbarstadt Neuss, als plötzlich ein fremder Junge ankam und sie nach Gras fragte. Die Freunde wussten natürlich nicht, wie sie an welches kommen sollten, witterten aber ein gutes Geschäft und versprachen, welches zu besorgen. Als der Typ jedoch mitbekam, dass sie ihn nur verarscht hatten, sagte er einem älteren Freund Bescheid. Es handelte sich hierbei um den zu der Zeit relativ bekannten Neusser Rapper Lex, der die Jungs konfrontierte. Ey, ihr kommt in meine City. Ich bin hier für die Musik zuständig und keiner zieht meine Leute ab. Farid reagierte, wie wir es heute aus dem Umgang von ihnen mit anderen Rappern kennen. Er schlug ihn zusammen, klopfte einige Sprüche und schob ihm sogar noch einen Handydiebstahl in die Tasche. Lex war vollkommen paralysiert und entgegnete abschließend: Ey, ihr habt mir gezeigt, dass ihr Eier habt. Ihr seid coole Jungs. Was für Seine erste musikalische Begegnung mit der Hip-Hop-Welt hatte Farid Bang im selben Jahr durch eine seiner damaligen Freundinnen, die ihm das neue 50 Cent-Album Get Rich or Die Tryin' zusteckte. Farid hatte gerade die Realschule abgeschlossen, keine Lehrstelle bekommen und arbeitete deshalb auf der Baustelle. Er war wenig begeistert von seiner Lebenssituation, aber diese neue Art von Musik faszinierte ihn. Mit 19 Jahren lernte Farid über seinen Kumpel Jam, der heute als Summer Jam bekannt ist, den Rapper Echo Fresh kennen. Farid hatte bereits angefangen, Straßenrap zu machen, hatte sich aber nie Gedanken über seine Technik gemacht. Als er dann nach einem gemeinsamen Track mit Summer Jam und Echo das Feedback »Summer ist cool, Echo ist cool, aber der Farid ist nicht so das Wahre« gelesen hat, begann er an seinen Rhymes und Flows zu arbeiten und wurde immer besser. Farid bekam daraufhin einen Vertrag bei Echos Label German Dream Entertainment und machte damals noch unter dem Pseudonym Farid Urlaub in Anlehnung an den Frontsänger der Band Die Ärzte langsam einen Namen in der Szene. Sein erstes Album Asphalt Massacre erschien dann am 4. Juli 2008, schaffte es aber dann nicht in die Charts. Dafür wurde er allerdings von der Juice als Newcomer des Jahres ausgezeichnet. Ja, und da habe ich mir gedacht, Schminke hat kein dummer Kerl irgendwie, der nichts weiß oder von nichts eine Ahnung hat. Ja, habe ich halt angefangen, mich darauf ein bisschen zu fixieren, gute Sprüche, gute Lines, gute Vergleiche, Double Time, also alles. Auf meinem Album ist alles vertreten. Auch wenn der erwünschte Erfolg und Reichtum mit dem ersten Release somit noch ausblieb, machte sich Farid Bang weiter einen Namen als Battle Rapper. Er schoss verbal in jede sich bietende Richtung und disste, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Darunter Kool Savas, Frankie Kubrick, das komplette Agro Berlin Camp und Mock. Auch mit dem darauffolgenden Collabo-Album Jungbrutal Gutaussehen zusammen mit Kollega, welches 2009 erschien und nur Platz 30 der Charts erreichte, sowie dem 2010 veröffentlichten Album Asphalt Massaker 2, welches nur auf Platz 56 landete, blieb der finanzielle Erfolg weiterhin aus. Doch Farid machte trotzdem weiter. Er selbst sagte diesbezüglich in einem alten Interview: Ich werde in jedem Fall mein Ganzes geben, bis zum allerletzten werde ich gehen. Und wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert es nicht. Ich werde schon sehen, wie ich mir mein Leben finanziere. Ich werde auf jeden Fall nicht derjenige sein, der, wenn der Zeitpunkt da ist, wegzuckt. Und so wurde sein Durchhaltevermögen 2011 schließlich belohnt. Mit seinem dritten Soloalbum, Banger Leben Kürzer, erreichte er nach vielen Jahren harter Arbeit mit Platz 11 endlich eine relevante Chartplatzierung. Der Durchbruch schien nun in Sicht. Das war die Kurzbiografie von Farid Bang vor seinem Erfolg. Weitere Informationen über Farid Bang findest du in der Infobox. Falls dir das Video gefallen hat, dann klicke doch auf den Daumen. Und falls du mehr solcher Videos sehen möchtest, hinterlasse doch ein Abo. Bis zur nächsten Inspiration. Der Biograf.